In diesem Video schauen wir uns die Politik an und warum man diese nicht vernachlässigen sollte. Los geht's mit der Übersicht eurer Fraktionen. Hier sehen wir auf der rechten Seite die Übersicht über euer Reich, die Kultur, die Anzahl der Regionen und so weiter. Darunter sehen wir eine gute Zusammenfassung über die Eigenschaften. Also was sind die Boni eurer Fraktion oder welche Boni gibt die Regierungsart? Unter der Zusammenfassung seht ihr eure Imperiumsstufe. Je größer ihr euch ausbreitet, desto höher steigt ihr. Je höher ihr steigt, desto mehr Armeen, Flotten und Agenten könnt ihr ausbilden. Wie viele das sind, könnt ihr da sehen. Die Stufe 8 ist die höchste. Ihr müsst aber aufpassen, nicht zu früh zu groß zu werden, da für jede weitere Stufe ihr weitere Mali bekommt, was ihr rechts seht oder wenn ihr mit dem Cursor auf die Leiste geht. Ganz unten ist die Diplomatie aufgelistet. Links geht es jetzt zu der Regierungsübersicht. In dieser Statistik seht ihr euren Einfluss im Reich. Je mehr Einfluss ihr habt, desto mehr Boni bekommt ihr, was ihr an den Punkten oben in der Mitte sehen könnt. Links neben der Grafik ist noch eine Risikoanzeige. Diese zeigt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Bürgerkrieg ausbricht, aber dazu am Ende mehr. Unter der Grafik ist eure Regierungsart. Es gibt verschiedene zur Auswahl. Bund, Imperium, Königreich und Politik. Ich hoffe, das spricht man so aus. Man startet immer auf eine Art. Bei den Griechen hier ist es das Königreich. Jede Art hat ihre Vorteile und nur Bund und Politik haben auch Nachteile. Ihr könnt aber nicht einfach so die Regierung ändern, sondern müsst bestimmte Kriterien erfüllen. Welche das sind, seht ihr, wenn ihr die Arten anklickt. Unter der Regierungsart seht ihr noch den Namen eurer Familie und darunter den Einfluss und die Boni. Gehen wir nun zur Politik. Politik, yeah, UAI! Hier werden die anderen Parteien, deren Eigenschaften, Statistiken sowie die Anführer und deren Nachfolger gezeigt. Die Statistik ist hier am wichtigsten. Zuerst seht ihr, wie groß die Partei ist, also wie viele Senatoren sie haben. Dann, wie groß die Loyalität ist. Und das müsst ihr unbedingt im Auge behalten, da negative Loyalität oft oder in hohen Schwierigkeitsstufen immer zum Bürgerkrieg führt. In Total War könnt ihr aber immer auf jedes Symbol drücken oder mit dem Cursor drüber halten und ihr bekommt die genaue Erklärung bzw. Boli und Mali aufgelistet, was sehr praktisch ist. Unter den Senatoren seht ihr, wie viele Provinzen diese Partei hat und daneben den Einfluss der Familie. Kommen wir nun zum Getränk. Ah, Tea Time! Kommen wir nun zu den Charakteren. In diesem Fenster sehen wir nun unsere komplette Familie und jeden Charakter mit den Eigenschaften, Skills und Intrigen. Nehmen wir mal unser Familienoberhaupt als Beispiel. Im Bild sehen wir den Rang der Person und deren Boni. Darunter sehen wir die Autorität, Geheimaktionen, die Hingabe, Gravitas, sein Ehrgeiz und sein Alter auch gelistet. Gravitas ist der Einfluss, der diese Person hat. Ehrgeiz ist das Erstreben nach Macht und Ruhm. Hier sollte man immer darauf achten, wie viel Gravitas ein gegnerischer Politiker oder General hat. Je höher das desto höher der Einfluss der Partei und desto größer die Gefahr eines Bürgerkrieges. Auf die Autorität, Geheimaktion, Hingabe und Eigenschaften gehen wir nächstes Mal drauf ein, wenn wir die Generäle unter die Lupe nehmen. Zunächst schauen wir uns den Haushalt an. Das erste der vier Kästchen ist für die Ehefrau reserviert. Danach kann der Charakter bis zu drei Haushaltsmitglieder oder Objekte bekommen, die Boni bringen oder auch Mali, die entweder im Kampf, Wirtschaft oder im Sozialen helfen. Die Eigenschaften bekommen die Charaktere mit der Zeit automatisch und können auch negativ sein. Ihr könnt es auch etwas beeinflussen. So bekommt ein General, mit dem ihr immer die Kriegsgefangenen töten lässt, die Eigenschaft blutrünstig, was Mali auf die Moral und öffentliche Ordnung geben kann. Nun zu den Intrigen. Hier gibt es viel zu viele, um alle zu erklären, aber hier werden auch die Intrigen sehr gut erklärt, wenn man draufklickt. Ich werde nur kurz auf die eingehen, die in meinen Augen die wichtigsten sind. Beförderung sichern.
Hier bekommt der Charakter ein höheres Amt, eine neue Eigenschaft und neue Boni, welche aufgelistet werden. Diplomaten senden. Ihr könnt einen Charakter in eine Provinz schicken, um die Beziehung zu verbessern. Dabei kann der Charakter sogar sterben oder bestenfalls die Zielfraktion dazu bewegen, euch eine Provinz zu überlassen. Ehepartner suchen ist auch sehr wichtig, da ihr versuchen müsst, so viele Personen in eure Familie zu bekommen wie möglich. Desto mehr Armeen haben eure Charaktere als Generäle und gehören wirklich euch. Armeen, die andere Familienmitglieder als Generäle haben, können bei einem Bürgerkrieg gegen euch kämpfen. Und das bringt uns zu dem nächsten großen Punkt, der Bürgerkrieg. Yay! Bürgerkrieg bedeutet, dass sich eine gegnerische Partei oder Familie von euch abwendet. Das bedeutet, dass ihr alle Städte und Provinzen, die unter der Herrschaft dieser Partei stehen, verliert. Welche das sind, seht ihr auf der Weltkarte unter politische Parteizugehörigkeit. Auch werden alle Generäle, Admiräle und deren Armeen, die zu der rebellierenden Partei gehören, natürlich auch nun gegen euch kämpfen. Und hier muss man sehr aufpassen. Mit dem Bürgerkrieg bekommen die Abtrünnigen auch immer eine eigene Armee, unabhängig davon, ob von euch Armeen übergelaufen sind. Hier ist zu beachten, dass die Armee die Einheiten bekommt, die man in der Provinz rekrutieren kann. Das heißt, wenn in der Provinz Tier 4 oder höhere Militärgebäude stehen, auch dementsprechend gute Gegner kommen. Wenn wir Rom hier als Beispiel nehmen, würden die gegnerischen Armeen jetzt hier Prätorianer und Artillerie bekommen. Ein Trick hierbei ist, einfach keine Militärgebäude in der Provinz bauen. Da man auf der Weltkarte sehr gut sehen kann, welche Provinzen die anderen Familien haben, kann man, vor allem im späteren Spiel, die Provinzen für zivile Gebäude benutzen. Macht aber nicht den Fehler, nur in so einer Provinz eure ganze Wirtschaft aufzubauen. Wenn ein Bürgerkrieg jetzt ausbrechen würde, könnte die Nahrungsmittelknappheit euch in die Knie zwingen. Ich denke, die Generäle und die Agenten machen wir in dem nächsten Video. Sonst wird das viel zu viel Stoff. Bei der Politik gibt es viele Kniffe und Dinge, die ihr beachten müsst. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kurzen Tutorial helfen konnte und dass für einige von euch vielleicht was Neues dabei war. Schaut gerne auch bei den anderen Tutorials rein. Da werden die Basics von Rome Total War 2, die Charaktere und die Gefechte besprochen. Auch laufen gerade viele Let's Play-Folgen mit verschiedenen Fraktionen auf meinem Channel, bei denen ihr auch sehr viel lernen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.